Alle frühen Kulturen suchten im Sternenhimmel nach Strukturen und Zusammenhängen. Die Geschichte der Sternbilder zeigt, dass ihnen das gelungen ist. Bereits die erste konkrete Darstellung eines Sternbildes, wie hier auf der Bronzescheibe von Nebra zu sehen, angefertigt vor ca. 3600 Jahren, ist ein Beleg dafür. Die gruppierte Darstellung von Sonne, Mond und Plejaden diente kalendarischen Zwecken und war ein Anzeiger für den Frühlingsbeginn. Der richtige Zeitpunkt war wichtig für das Ausbringen der Saat. Die Babylonier legten die Grundlage für die noch heute gebräuchlichen Tierkreiszeichen. Sie benannten Waage und Skorpion. Die alten Griechen erweiterten die Bilderschar. 150 Jahre nach Christus veröffentlichte der Astronom Ptolemäus einen ersten Katalog mit Sternbildnamen, von denen ca. 50 heute noch gültig sind. Sie tragen Namen wie zum Beispiel Cassiopeia oder Perseus, in Anlehnung an Sagengestalten aus der griechischen Mythologie. Die 12 klassischen Tierkreiszeichen nahmen Gestalt an. Dabei handelt es sich um diejenigen Sternbilder, über die hinweg die Planeten des Sonnensystems sowie Sonne und Mond ihre Bahnen ziehen. Ihren Weg ins europäische Mittelalter fanden die Sternbilder über persisch-arabisch-indische Astronomen. Und mit den Bildern kam das kosmologische Wissen der Antike und des Orients nach Europa und fiel dort auf fruchtbaren Boden. Von da an konnten sich die Seefahrer an den Sternbildern orientieren und ihre eigene Position auf den Weltmeeren bestimmen. Die Seefahrt war es auch, die im 17. Jahrhundert die Sternbilder des Südhimmels mitbrachte. Der Niederländer Petrus Blankius und der Deutsche Johann Bayer erweiterten ab 1603 den Sternbildkatalog um weitere Einträge. Im 18. Jahrhundert kamen nochmals 13 Bilder hinzu. Im Jahr 1930 wurde von der Internationalen Astronomischen Union eine abgespeckte Liste von 88 Sternbildern zusammen mit den Sternbildgrenzen festgelegt. Sie hat bis heute Bestand. Die Entwicklungsgeschichte der Sternbilder ist Teil der Wissenschaftsgeschichte.
Vergessen wir aber nicht die mythologischen Einflüsse, die dem Sternenhimmel bis auf den heutigen Tag zusätzlichen Glanz verleihen. In diesem Zusammenhang möchte ich dir zum Abschluss einen mythologischen Sternenvogel vorstellen, der im Ferdinand-Braun-Park der Stadt Fulda auffiel. Es handelt sich um eine Amsel, die wahrscheinlich während eines nächtlichen Höhenflugs den Sternen zu nahe kam und etwas abbekommen hat. Ein neues, bisher unbekanntes Sternbild.